So, willkommen zu einem neuen Let's Play. Juhu! Hallo! Ja, still dann! Entschuldigung, hab die Regel nicht beachtet. Ja. Artificial Hair Bros. What adventures need? It just a new hairstyle. Is, nicht it. Is, pardon. Ja. Ich bin so nervös. So, ja. Ich hab jetzt endlich das Redeverbot nicht mehr. Doch. Shit. Aber ich hab's versucht. Okay. Also, ein neues Let's Play. Die Zeitschaltuhr habe ich nicht vergessen. So muss es sein. Zeitschaltuhr, also den Timer. Timer. Man nennt es Timer, Captain. Gut, ja. So, heute zu Gast meine Schwester. Hallo. Ellie Mae. Ja. Ja, also ich warte jetzt seit 2 Stunden darauf, dass es losgehen kann. Ja, und die deswegen. Die Verkabelung an sich stellt sich sehr schwierig dar, denn ich habe das relativ zeitnah jetzt machen müssen, weil du ja irgendwie spontan da bist, weil du ja eigentlich in Jena sein musst. Ja, genau. Aber da bin ich jetzt nicht mehr. Ja. Und das, ich würde sagen, wir haben jetzt so lange gewartet. Lass uns anfangen. Nein, ich ärgere gerne. Okay. Also, weißt du, ich habe ja keine Zuschauer, aber die ärgern ja, aber gerne. Die du ärgern könntest, ja, super. Gut. Okay. Worum geht's in dem Spiel? Es ist ein Pen-Adventure. Okay. Also Adventure, weil Adventure geil sind. Sowieso? Ein Adventure eingeschlossen schlecht bin. Okay. Deswegen bin ich ja jetzt hier. Genau. Ein Pen-Adventure zu Zed McCracken. Man kann es ja lesen. Ja. Von Between Time and Space. Artificial Hair Brothers. Yes. Soweit ich weiß, 6 Jahre Entwicklungszeit. Cool. 4 Leute. Okay. Und, ich würde fast sagen, was macht man denn dann? Ach, Anfang, ja, super. Anfang, ja. 2 Stunden genau. Später. Nee, ich guck nochmal vorher auf die Uhr. Was sagt die Uhr? Wie weit sind wir? Alter, kein Wunder, dass du niemanden hast, der den hört oder zuschaut, ey. Können wir mal die zweite. Oh, wir haben ja noch ein paar. Ja, gut, okay, also folgendermaßen, ne? Also, das Menü ist schon mal schön animiert. Das ist das also, das, was die Hand macht, das kann ich gut verstehen. Vor allem, wenn du Maus sitzt. So. Info wollen wir gar nicht. Wir wollen gleich einsteigen. Bitte, ja. Tracken Between Time and Space. Und, ja. In der Starten. Ein schöner alter Atari-Joystick. Wir klären die Frage nochmal, wie viele Tasten hat eine Tastatur, nicht wahr? 105. Da warst du dir vor gut 45 Minuten noch nicht so ganz das sicher. Das wäre was für die Outtakes, die es nicht gibt. Ja. Jetzt habe ich vergessen den Namen. Wiebke Scholz, Daniel Karl, Axel Eisenhardt, Ingo Eisenhardt. Ihr seid zu schnell. Christopher Grabinski, Simon Cirneri, Konrad Koch, Manuel Rülke, Jeffrey Ripprecht, Andreas Max und Visionaire Team, das ist hier die Engine, die benutzen, haben sie selber geschrieben, wird heute in durchaus bekannten Spielen eingesetzt, unter anderem jetzt, nicht vergessen, aber habe ich letztens gesehen, gute Sache. Coole Sache! Kann man aber ruhig mal auf die Webseite gehen. Das ist durchaus interessant. Ist so ja, relativ einfach zu umzusetzen für Spiele. Und gibt's auch in der Free Edition für kostenlose Spiele. Und ja, weiß ich. Schleichwerbung reicht von jetzt, glaube ich. 39 Euro bis, ich glaube, 1000. Ja, je nachdem, gut, ob man wir sind doch noch in der Werbeblockpause. Ja, ist ja ein kostenloses Game, da muss man auch mal Werbung für irgendwas stimmt, machen. Stimmt, hast du recht, auf jeden Fall. Und ist auch ein sehr gut gemachtes Game. Das, ist, das ja, sehe ich auch gerade. Also ich sehe es ja zum ersten Mal. Ich warte da jetzt schon ein bisschen drauf. Ja. Das, was ich bis jetzt sehe, ist gar nicht schlecht. Ich bin mir nur ganz sicher, ob das... Ja. Ich hab's ehrlich gesagt schon mal gespielt, damals, als es rauskam. Damals. Ja, okay. Ja, 2007, glaube ich. Okay, da hinten ist die Maschine. Jetzt noch den richtigen Moment abpassen. Ich passe doch nur den richtigen Moment ab. Ja. Los. Los. 1, 2, 3 und... Oh nein. Verdammt.
Ja, und jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Und so eine schöne LucasArts. Ja. Kaffeetasse, sowieso. Ja. Weißt du, was mich das erinnert? An Horatio Kane. Wer ist da? Mit der Sonnenbrille. Ah, falscher Alarm. Ja. Wir dürfen übrigens nicht in die Gespräche reinarbeiten, weil... Psst. Hallo. Psst. Psst. Wenn deine Leitung so lang ist. Entschuldigung. Der war das Spiel kann man übrigens kostenlos herunterladen. Den Link packe ich unten in den Kommentar rein. Cool. Das heißt also, wer das gerne selber nehmen will, der schaltet am besten jetzt ab. Wieder unterminiere ich meine gesamten Zuschauerzahlen, die ich habe. Kein Wunder, dass ich jetzt keine Zuschauer kriege, wenn ich immer sage, Leute, ladet euch das Spiel runter. Genau, und spielt ganz, selber. Ganz legal. Was war das? Oh mein Gott. Aber schön. Bei den Monologen, Dialogen. Na, schauen wir mal. Also ein UFO war da, ja? Mist! Das Raumschiff der Caponia! Sie haben mich gefunden! Ich weiß nicht wie, aber sie haben mich gefunden! Irgendwie müssen sie mir gefolgt sein. Und dabei war ich so vorsichtig. Coole Sache. Jetzt haben wir doch Untertitel. Ja, das ist doch cool. Das ist auf jeden Fall... Bang! Was ich mir jetzt gerade für eine Frage stelle ist... Verdammt! Jetzt sind sie an Bord gekommen. Wenn sie mich finden, ist das mein Ende! Verehrte Fluggäste, bitte bleiben Sie ruhig. Bei diesem Vorgang handelt es sich um eine Kontrolle der Einwanderungsbehörde. Es wird ein blinder Passagier an Bord vermutet. Die Beamten werden nun die Abteile durchsuchen. Bitte seien Sie kooperativ. Mir bleibt nicht viel Zeit. Vielleicht kann ich die Tür verriegeln, indem ich das Scanfeld kurz schließe. Das würde sie für eine Weile aufhalten. Oder ich verlasse das Flugzeug durch die Ladeluke. Aber wie kann ich sie öffnen? Da hinten, in den Kisten, müsste noch etwas Brauchbares zu finden sein. Los, Zack. Benutz deine grauen Zellen. Sonst schaffst du doch auch immer alles. Möge die Macht mit dir sein. Und wir sind endlich an den Kontrollen, oder? Juhu! Wir sind jetzt an den Kontrollen, nehmt euch in Acht, das geht richtig schief. Oder wir sind an der Macht? Ich hoffe echt, ey, wirklich, dass die Aufnahme nicht total blöd. Hindernis? Keine solchen Sachen, ey. Ich habe gesagt, wir haben jetzt hier Kisten, komm, wir spielen jetzt hier weiter, komm. Also okay, wir fangen jetzt endlich mal an, ja? Übrigens, ne, Wenn euch das gefällt hier, ne, dass ich auch mal Leute einlade oder Leute, die fähig sind und so einlade. Ja, also er meint gerade mich. Ich sollte mir lieber etwas anderes überlegen. Auch andere. Also folgendermaßen, ich würde jetzt den Tipp einfach mal beherzigen und gucke erstmal in den Kisten. Nicht jetzt. Ich frage mich, wovon die Maus in diesem Loch lebt. Von ganz viel. Wie gesagt, wenn euch sowas gefällt, dann lasst mich das doch einfach mit dem Like und entsprechend. Momentan einfach mal wissen, vielleicht schaffen es dann ja auch noch mal ein paar andere Leute zu überzeugen. Oder Ellie B. kommt vielleicht auch ja, mal vielleicht komme ich ja noch mal vorbei, aber dann ist das geplant und dann braucht man auch nicht. Dann zwei Stunden. Vielleicht auch vorher ein bisschen bessere Ausrüstung halten. Ja, aber ich werde mich natürlich an die Grundregel halten: nicht essen. Jetzt, soweit. Ja, ja, ich warte auf dich. Ein Schrank, ich habe die Tür geöffnet. Ja. Ja, deswegen kann ich auch weiterreden, weil ja. Nein, das ist Krempel. Ja. Aber ich muss mich jetzt an die Da liegt nur technischer Krempel. Nur? Momentan kann ich davon nichts gebrauchen. Guck in den Kisten. Ja. Nein. Immer schön freundlich. Okay. Ja. Das könnte klappen. Zack. Und schon kommt die Maus. Mal sehen, was wir da haben. Das sieht mir ganz nach einer Art Allzweckmittel aus. Ah. Allzweckmittel. Kleber. Ah, Kleber. Wir haben noch... Ja. Interessant. Wir schauen mal an. Dranos Flutschfix-Vaseline. Jetzt mit frischem Duft nach Minze. Achtung, nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Verbrennungsgefahr. Wird zur Schmierung gewisser Genital... Ich meine, Gegenständen benutzt.
Ja. Ja, ihr wisst Bescheid. Und ihr wisst auch, dass das kein Klebstoff ist. Und ich nichts dazu sagen werde. Weil ich das Verbot habe, lieb zu bleiben. Hey, das Verbot. Die Weisung. Die Weisung, ja, natürlich. Ich hab dir verboten, lieb zu sein, wäre mir auch neu. Nein, ich hab das Verbot, nicht essen, nicht trinken, nicht reden. Du willst es unbedingt unterbringen, ne? Einschmieren. Natürlich. Setz dein Kopfhörer auf, sonst ist es nicht so. Dankeschön. Ich würde mal vorschlagen. Den zweiten Karton, ich weiß. Weder Musikinstrumente noch Notenblätter werden mir hier helfen. Er bleibt zu. So. Okay. Ein Karton mit Musikerbedarf. Jetzt wissen wir auch, warum der zu wird. Ja, geh zur Tonne, schau an. Du kennst das doch. Nur eine alte Tonne. Ich will sie nicht. Benutze. Die Kiste wird durch eine dunkle Plane verhüllt. Ich glaube, ja. Nimm die Plane. Und das wir basteln uns. Sein. Entschuldigung. Nicht in die Dialoge. Entschuldigung. Monologe. Entschuldigung. Das war ein Dialog, was ich draus gemacht habe. Ja. Kunstgalerie Red Edison. Kunstobjekte helfen mir leider nicht weiter. Sag mir. Im Ganzen nützt mir die Kiste nichts. Öffnen wollen wir nie. Kunstobjekte helfen mir hier. Oh, jetzt hat sich das leider unterbrochen. Wir basteln uns anscheinend einen Fallschirm. Schau mal aus dem Fenster. Es ist nichts mehr zu sehen. Die Gestalten haben das Flugzeug betreten. Hoffentlich habe ich noch genug Zeit, die Maschine zu verlassen. Was braucht man für einen Fallschirm? Eine Plan. Eine alte, dunkle Plan, auf jeden Fall immer. Ja. Ein Sicherungskasten. So, und jetzt guck dir das technische Zeug nochmal an. Was soll ich denn am Sicherungskasten? Eine Abdeckplane aus Dranotex, wasserdicht und luftundurchlässig. Ja, ist ja. Ich hab nichts gehört. Ist auch gar nicht. Lautsprecher. Ja. Gut. Das will ich nicht anmalen. Ach. Ich denke, die Tür lässt sich nur mit dem passenden Handabdruck öffnen. Warte mal. Ist da noch Kaffee drin? Ein Kaffeebecher mit irgendeinem Logo. Noch nie gesehen. Am Boden klebt ein zähflüssiger Kaffeesatz. Yay! Wer den trinkt, muss wohl nie wieder schlafen. Genau das Richtige für mich. Ich kann das da nicht reinstecken. Oh. Tja, eigentlich eine gute Idee. Schließlich könnte Flüssigkeit zu einem Kurzschluss führen. Allerdings habe ich vorhin den letzten Schluck Kaffee ausgetrunken. Dann probier mal die Tür aufzumachen. Na, wir schauen uns jetzt nochmal den Kaffee an. Da liegt nur technischer Krempel. Momentan kann ich davon nichts gebrauchen. Warum nicht? Da liegt nur technischer Krempel. Moment, warte. Vielleicht benutzen wir den Kaffeesatz mit dem Ding. Ja. Ach, denk nach. Okay. Ich frage mich, wovon. Ja, das hatten wir. Also, Flüssigkeit ist ja auch Vaseline. Wir müssen uns mal so ein bisschen langsam beeilen. Ja. Glaube ich. Benutze Ding mit. Ich kann das da nicht reinstecken. Das hat mir doch auch geschafft. Benutze das mit. Dem hier erstmal. Das will ich nicht einschmieren. Oh. Die Folge ist schon vorbei. Mein Handy sagt ja. No. Die Folge ist schon vorbei. Die Folge ist vorbei. Tja. Wir sind weit gekommen. Ja. Nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich. Gibt's hier irgendwie. Gibt's hier. Warte mal. Speicher. So. Mit diesem Dingsbums da Speicher-Ladebildschirm verabschieden wir uns aus dieser Folge. Tschüss. Ich hoffe, wir schaffen das heute, das im Ganzen aufzunehmen. Dann klar. Bleibt uns LIB noch so ein bisschen erhalten. Ich bleib immer erhalten. Ja, aber mir, nicht denen da draußen. Ja. Klar. Das ist Zack McCracken Part 1.
Between Time and Space. Also den Pen Adventure. Richtig. Also Zack McCracken 2, wenn man so will, wobei ich Zack McCracken 2 als Pen Adventure auch schon mal gespielt habe. Okay. Es gibt nämlich mehrere Pen Adventures. Dachte ich mir. Wobei komm zum Punkt. Wobei das ist ja eins der... Also, das ist halt ein... Okay. Wir speichern jetzt und dann hören wir uns später vielleicht. Wir machen jetzt erstmal hier eine Aufnahmepause, prüfen, ob der Sound in der Aufnahme gut ist. Sagte ich ja, wir machen eine Pause und dann hören wir uns eventuell wieder. Genau. Okay, mein Fehler. Also bis im nächsten Part. Ja. Tschüss. Ne? Und wie es weitergeht, seht ihr, Ellie B. und ich im nächsten Part. Boah, das muss ich jetzt erstmal einbauen. Ja, das war gut. Das war ich nämlich seit das war Ende gut. All meiner Parts noch immer. Und wie es weitergeht, seht ihr. Das, und ich, das war gut. Part, jetzt muss ich dein... Ellie B. noch mit ein. Ja, gut, ne? Drück auf F89. Also, was hab ich gestern bei GameTube gesehen? Ihr seid ja immer noch da. Schaltet ab. In den du bist nicht Bernd das Brot. Nee, das geht auf Peter Lustig zurück. Ja, natürlich, so. Aber Bernd das... Das stimmt, Bernd das Brot. Macht das auch extrem. Hier passiert nichts Interessantes mehr. Richtig. Hier ich, passiert richtig. Die Bernd das... Brot-Location. Nee. Und, deshalb... Sehen wir uns im nächsten Part. Wir könnten den Part jetzt auch noch auf 30 Minuten aufblähen. Aber, Das schaffst nur, du! Aber dann muss ich den Part nur länger rendern oder ihn, von Hand aufsplitten. Und so. Da wir uns ja schon verabschiedet haben, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dann.